Hallo aus dem DBZ Newsroom. Als ich gestern Abend auf mein Handy guckte, war ich relativ überrascht, was für eine Nachricht mir da entgegenblinzelte. Ich war mittelschwer geschockt. Mhm. Die FDP hat die Jamaika-Gespräche platzen lassen und ich war relativ irritiert. Johanna, wie hast du das so aufgenommen? Ja, ich glaube, es ging uns allen so. Jeder hat eigentlich so damit gerechnet, dass es irgendwie klappt. Und jetzt ist es natürlich eine ganz neue Lage. Ne? Genau, jetzt ist mal die Frage, wie kann es jetzt eigentlich weitergehen? Also was für Möglichkeiten haben wir denn jetzt? Gut, es gibt natürlich die Möglichkeit, dass sich eine Minderheitenregierung bildet. Mhm. Es gibt die Möglichkeit, dass Neuwahlen entstehen. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass es vielleicht noch zu einer großen Koalition kommt, aber das ist doch sehr unwahrscheinlich. Relativ unwahrscheinlich, ja. Ne? Genau. Du wirst dem Thema ja heute oder bist dem genau. Thema ja auch schon so ein bisschen mhm. nachgegangen. Was machst du heute? Ich habe erstmal mit Berlin ein paar Telefonate geführt. Also ich habe mit Frau Krämann gesprochen von den Linken, mit unserer heimischen Bundestagsabgeordneten und mit Herrn Schraps. Mhm. Die haben mir beide so ihre persönliche Einschätzung gesagt. Das ist ja jetzt gerade für Sie auch erstmal ein paar Stunden alt. Na ja, klar. Da habe ich so die persönliche Einschätzung ein bisschen bekommen und versuche jetzt noch auch die, zum Beispiel Herrn Fietz zu erreichen, also die ehemaligen Bundestagsabgeordneten oder die dieses Jahr zur Wahl standen, aber doch nicht reingekommen sind. Weil wenn es neue Wahlen geben sollte, kommen die ja vielleicht wieder ins Gespräch. Hattest du den Eindruck, dass die Abgeordneten, mit denen du jetzt schon gesprochen hast, das erwartet haben oder war das jetzt tatsächlich auch eine Überraschung? Es war doch eine Überraschung. Also Frau Krämann meinte, sie hätte damit nicht gerechnet, wie wahrscheinlich die meisten anderen auch. Okay. Ja, also das ist eine furchtbar spannende Geschichte. Deutschland steht Kopf quasi. Ja. Mal gucken, wie es weitergeht. Und ihr könnt bei uns schon auf dbz.de heute lesen, was die heimischen Abgeordneten dazu sagen. Und morgen natürlich in der Zeitung. Insofern bleibt gespannt. Bis dahin.